Hallo liebe Freunde der grilltechnischen Unterhaltung, mein Name ist Michael, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute, also in diesem Video und in den eigentlich danach folgenden, das wird wahrscheinlich so eine Art kleine Miniserie werden, weil ich möchte was bauen. Und zwar möchte ich habe an der Seite von meinem Grill, da ist ein Waschbecken dran. So, das möchte ich gerne umbauen in eine Sizzle Zone, also Deutsch wäre das Brutzelzone. Wie ich damit anfange, das könnt ihr jetzt im Video sehen. Gut, also ich habe an der Seite von dem Grill, wie gerade schon gesagt, das Waschbecken. Falls ihr so ein Waschbecken nicht an eurem Grill dran habt, dann könnt ihr auch einen Gastronombehälter nehmen. Da müsst ihr euch dann natürlich ausbadowern. Also ich denke mal, dass ein Drittel heißen die dann. Das ist so ein bisschen schmaler. Da muss man halt gucken, wie die Maße sind. Vielleicht sich vorher so einen Behälter besorgen und dann demnach die Sizzle Zone kaufen. Die ich gekauft habe, ist hier. Diese. Und sie hat hinten auch schon so ein das erste Ventil mit dem Injektor quasi. Es gibt die auch so, dass man den quasi, dass hier hinten eine Bohrung ist, wo das Gewinde reingeschraubt ist und man kann seine ganz normalen Grillbrenner dadurch austauschen. Nur ich wollte das ja neben dem Grill haben und ich dachte, bevor ich jetzt anfange und baue mir noch einen Injektor und was ich was alles, nehme ich das Ding doch so fertig. Mein Plan ist, dass das jetzt das Becken selbst ist länglich drin. Dann kommt das Gerät so leicht an die Seite, weil hier habe ich noch bei mir am Grill für den Grillrollspieß da, Rotisserie oder wie das heißt, habe ich hier noch so einen Halter hingemacht, der soll auch bleiben. Hier kommt ein Loch rein und das Ganze wird dann etwas tiefer gesetzt und sitzt in einer Edelstahlplatte, die ich hier einpassen werde. So ist mein Plan. Von unten werde ich wahrscheinlich hier und da noch ein paar Luftlöcher zusätzlich reinschneiden müssen und nachher möchte ich das hier oben mit so Siligasketten, nennt sich das. Das ist so ja, für Autoölwanddichtung oder so, das ist bis, ich glaube, 250 Grad oder so, ist das fest. Und dann kann ich das hier oben rumschmieren, weil ich denke, dass so ein Stück von der ganzen Sache hier nachher keine 250 Grad am Material sein werden. Gut, aber um zu testen, wie sich das Ganze temperaturmäßig überhaupt in dieser Umgebung hier verhält, möchte ich gerne ein Experiment machen. Also eigentlich, ich habe es gestern Abend schon gemacht, weil ich natürlich total gespannt war, wie das Teil hier funktioniert und was es so abwirft. Leider habe ich nur ein Thermometer gehabt, das bis 500 Grad geht. Deshalb kann ich die Temperatur, die das Gerät selber erzeugt, nicht messen, weil da stand nur größer als 500 Grad. Aber ich habe halt hier drumherum eine Konstruktion gemacht. Aber ach, wir machen jetzt hier einfach einen Schnitt. Und als nächstes hänge ich den Test an, den ich gestern Abend gemacht habe. Den habe ich nämlich auch gefilmt. Also, stimmt. Hierbei möchte ich einen Abstrahlversuch machen. Das heißt, ich habe da, wo später auch Bleche neben der Sizzle Zone oder um die Sizzle Zone umgebend sind, habe ich hier auch Bleche montiert. Ich habe jetzt Alu genommen, da kommt eigentlich später Edelstahl hin. Aber Alu nimmt halt noch besser die Wärme an, dann kann es noch besser sehen. Und dann möchte ich nämlich hier mit dem Thermometer gucken, wie sich das hier verhält. Dafür werde ich jetzt erstmal zünden. So, man hört sie brennen. Vielleicht sieht man auch schon die Drähtchen glühen. Vielleicht gleich mal ein bisschen näher filmen. Und jetzt warte ich erstmal 10 Minuten, bis die überhaupt erstmal die richtige Hitze hat. Die Steine rotglühend sind. Ach so, bei dem Versuch, den ich hier mache, habe ich einen 30 Millibar Druckminderer genommen. Man kann auch einen 50 Millibar, also die zwei Versionen, das sind so die gängigsten, 30 und 50 nehmen. Aber ich denke, 30 ist hier schon okay. Luft habe ich noch voll auf Aufstehen. Da kommen vielleicht später noch ein paar Versuche zu. Aber jetzt erstmal nur der Abstrahlversuch. So, die ist jetzt richtig gut vorgeheizt. Das könnt ihr so eigentlich gar nicht sehen. Also ich kann es schon so daneben kaum erkennen. Ich halte mal, ich mach mal kurz Schatten darüber. Dann kann man, glaube ich, sehr gut sehen, dass das Ding voll das Programm läuft. Was ich festgestellt habe, ist, ich kann schlecht über das Gerät messen, weil er zeigt sofort alles Mögliche an Daten sind
500, über 500, größer als 500 Grad und das ist sein Ende vom Messbereich, denke ich. Hier unten, dieses Blech, was direkt daneben ist, hat 40 Grad. Ich behaupte mal, dass das Waschbecken in der Position, wo es da eingebaut war, als Wand auch die 40 Grad abbekommen hätte. Die Bodenplatte darunter hat, naja, noch nicht mal ganz 26 Grad. Ich habe auch hier die zwei Fühler von meinem Grillthermometer habe ich auch noch drunter gesteckt, weil ich da unten ja nicht richtig messen kann. Da sind jetzt 20 und 23 Grad. Als ich das eben angemacht habe, habe ich die direkt darunter, da waren es 15 Grad. Ich gehe jetzt mal von hinten an dem Riffelblech da hinten messen. Also hier habe ich ganz oben 17 Grad hier. Das kann man problemlos anfassen. Also das Ding selber kann man gar nicht messen. Die Komponenten davon, ja, sogar der Korpus, ich weiß nicht wie genau und wie groß der Messkreis ist, auf dem die Temperatur hier gemessen wird. Aber bei so nah sollten wir relativ gut sein, dass das alles ziemlich im Rahmen bleibt. Noch einmal, weil es so schön war, das Ganze im Dunkeln. Da voll Last. An der Kamera sieht das sogar richtig weiß aus. Hier ist das so richtig dunkles Orange. Okay, und weiter im Text. Gut, um jetzt weitermachen zu können, muss man natürlich noch ein paar Teile besorgen. Ein Zünder, eine Edelstahlplatte für hier rein, ein Grillrost und so weiter. Das wird 2-3 Tage dauern, deshalb ist das jetzt erstmal das Ende vom ersten Video. Hier wird jetzt irgendwo das nächste Video auftauchen. Und sobald da eins auftaucht, wo dann auch wirklich hier steht, Sizzlezone bauen, dann bin ich soweit, dass es weitergeht. Ansonsten ist es so ein anderes Video von meinem Kanal, das könnt ihr euch natürlich auch gerne angucken. Und auf Abonnieren klicken und so weiter. Aber in diesem Sinne, ich empfehle mich. Bis dann.